Komm, wir schauen jetzt ein witziges Video. Von diesem SEO habe ich mir letztens irgendwann mal so ein Tinder-Video angeschaut. Der macht das wirklich geil. Vielleicht fühlt ihr den Bray. 7 Minuten, gute Zeit. Hallo Schokobora, schau mal, ich habe wieder geile Tinder-Chats für dich dabei. Boah, ich weiß nicht, sind die nicht total verstörend? Ich meine, guck dir Sammy an, der hat sich vom letzten Video immer noch nicht erholt. Nee, dieses Mal sind wirklich gute Ammersprüche dabei. Zum Beispiel der Martin, der versucht sogar mit einem Rätsel. Hast du Bock? Ja, okay, dann hau her. Okay, Tobias, Andreas, Tanja, Stefan und Sarah suchen sich ihre Sitze im Kino. Tobias will neben Tanja sitzen. Tanja möchte aber nicht neben Stefan sitzen. Andreas will rechts von Tanja sitzen, wenn Stefan neben dem Gang sitzt. Zwischen Tanja und Tobias muss ein Sitz frei bleiben, wenn Tobias am Gang sitzt. Willst du dich auf mein Gesicht setzen? Oh Mann! Das ist an Absurdität überhaupt nicht zu überbieten. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Oh Mann, Leute, ich freue mich schon auf eine weitere, hoffentlich super bescheuerte Folge von Tinder Fails, die viel zu weit gehen. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Boah. Leute, bevor es losgeht, in der letzten Folge haben es auch ein paar Leute angemerkt. Natürlich gibt es auf Tinder auch sehr viele positive Beispiele. Ich meine, wer würde diesen Typen nicht eine Chance geben? Ey, selbst ich würde dir nach rechts swipen. Oder hier ein Profil, was Humor beweist. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Schönheitswettbewerb bei Monopoly gewonnen habe? Ey, so ein Zufall, ich auch! Du bist dumm! Oder was ist hiermit? Ich meine, ich weiß ja nicht. Ich feier Waffen eigentlich nur in Videospielen, weil im echten Leben können die ganz schön reinhauen. Sadie 20, ich liebe lange Spaziergänge am Strand, gebackenes Hühnchen und, naja. Oyster Popper, 27, Spaziergänge am Strand. Bruder, das spreche ich lieber onstream nicht aus, weil dann ist es im Video und dann ist das Video auch direkt gelb. Gebackenes Hühnchen und... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das wirklich eine Frau sich ins Profil schreibt, Digga, aber es gibt einfach alles. Es gibt einfach alles, Digga. Und, naja... In seinem letzten Video stand da irgendwas, ja, schreib mir nicht irgendwie unter 16,5 cm. Und da hat er irgendwie so einen Spruch gedroppt, ja, im Profil müssen immer die wichtigen Sachen stehen, Digga. Papa, Simon! Geschoben. 20! Nur Meister Popper poppt meisterlich. Ich schrubbe deinen Abflussporn tief rein. Alter, verpiss dich, Mann. Alter, ich scheiß mich ein vor Angst. Nee, Leute, das war mein erster Anfang. Es kommen noch... Bruder, ich muss sagen, der hat noch so einen richtig geilen Oldschool-YouTube-Vibe, der Bray. Viel wildere Sachen auf euch zu. Doch Leute, jetzt nochmal, und ich freue mich voll, ich habe eine Serienempfehlung für euch in Zusammenarbeit mit Sky. Leute, deutsche Schauspielerei ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Da bin zum Beispiel auch ich mit meinen Filmen hier und da wirklich keine Ausnahme. Aber jetzt habe ich eine Serienempfehlung für euch, wo ich ganz klar sagen muss, das ist ein ganz neues Level. Also da wirklich Hut ab. Ich habe sowas im deutschen Raum noch nicht gesehen. Es geht hier um die Sky Original Serie Der Pass. Ich denke, über die Bilder müssen wir gar nicht lange sprechen, die sehen einfach fantastisch aus, ist so richtig düster, mystisch. Der Schauort ist hier die Grenze zwischen Deutschland und Österreich und ich sage mal so, allein deswegen haben es mich abgeholt, weil das ist quasi bei mir vor der Haustüre, solche Drehorte wie Berchtesgaden zum Beispiel, das ist vielleicht eine Stunde Autofahrt von mir, dann wäre ich da vor Ort. Julia Jens spielt in der Serie die deutsche Kriminalarbeiterin, die mit ihrem österreichischen Kollegen Nikolas Ovzarek skurrile Mordfälle rund deutsche Serien, deutsche Filme. Und den Krampus-Killer aufklären muss. Und ohne Scheiß, ich feiere diesen Wiener Dialekt in dieser Serie. Also ich konnte diesem Mann tagelang zuhören. Das ist einfach ein Gaudi. An diejenigen, die die erste Staffel noch nicht kennen, holt die nach, zieht euch die rein. Es lohnt sich auf alle Fälle. Allein die Musik... Ich glaube, der einzige Grund, warum wir uns jemals alle ein Sky-Abo geholt haben, ist, wenn überhaupt, für Fußball wahrscheinlich bei euch, bei vielen von euch. Und bei mir war es für Game of Thrones, Digga. Und als Game of Thrones vorbei war, Bruder, da war das Ticket aber ganz flott. Ist da von Hans Zimmer gekündigt. Gemacht. Ich meine, was will man mehr? Und an diejenigen, die erste Staffel schon kennen, gute Neuigkeiten, es gibt jetzt endlich auch die zweite Staffel. Allein der Trailer lässt schon vermuten, dass der neue Fall es ordentlich in sich hat. Und ja, da ich die Staffel auch in 2 Tagen durchgebinge-watcht habe, kann ich sagen, es wird wieder richtig wild. Die Kriminalarbeiterin Ellie Stocker muss erstmal den Krampus-Killer psychisch verarbeiten. Weil ja klar, was da alles so passiert ist, das vergisst man ja nicht von heute auf morgen. Aber ja, es gibt wieder weitere skurrile... Krampus, Digga. Morde und auch ein paar neue Gesichter. Also bin ich schon gespannt, ob auch diese Staffel ein paar Preise abräumt. Die erste hat ja den Fernsehpreis sowie den Romy- und Grimme-Preis gewonnen. Also Leute, holt euch Sky, zieht euch Der Pass rein. Natürlich wünsche ich euch viel Spaß beim Binge-Watchen. Okidoki. War das jetzt von einem 7-Minuten-Video fast 2 okay, Minuten? Okay Leute, legen wir jetzt los. Tauchen wir ein in die wilde, wilde Welt von Tinder. Ach du Scheiße. Okay, los geht's. Was genau suchst du denn auf Tinder? Nichts Bestimmtes. Erstmal nur chatten, Leute kennenlernen. Leute? Ja, Leute halt. Also du suchst sozusagen Freunde. Ja, erstmal nur nette Unterhaltungen. Okay. Bin grad voll wuschig, meine pralle Eichel guckt schon. Alter! Gute, wie konnte das denn jetzt so schnell... Bin grad voll wuschig.
Ich kann nicht mehr, Digga. Das ist einfach so dumm. Aber, Bruder, das ist einfach, Digga, er schreibt das halt einfach, Bruder. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Was, 2017, Bruder? Was für Chat treibst der auf? Fick, meine pralle Eichel guckt schon. Alexa! Leute, wie konnte das denn jetzt so schnell eskalieren, Mann? Hey, mein Name ist und ist meine Freundin, also verpisst euch von ihr. Traut euch erst gar nicht, sie anzuschreiben und sucht lieber was anderes. Das hier bleibt meine und jeder, der sich dazwischen stellt, wird stirb. Also hat der Typ seine Freundin auf Tinder gestellt, um klarzumachen, dass man sie nicht anschreiben soll? Boah. Sag mal, Sammy, ist der dumm? 18 Jahre Unterhalt? Scheiß drauf. Der Fick ist mir wert. Du hast doch einfach ein Kondom, Bro. Du Keck, Digga. Vegan bin ich nicht, jedoch finde ich die Herkunft des Spermas enorm wichtig. Die richtige Ernährung und Haltung des Mannes ist dafür ausschlaggebend. Er sollte halt schon glücklich sein. Man schmeckt das sonst, wenn er schlecht behandelt wurde oder nicht aus der Region kommt. Alles aus dem Süden ist eher salziger, das mag ich nicht besonders. Ja komisch, warum dreht's mir denn jetzt den Magen um? Wenn das hier nicht irgendeine Eskalationsstufe darstellt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Hey, du bist mega süß, ich würde auch gerne den Arsch... Hey David, damit hast du dir offiziell einen Bonk verdient. Du hast eine Chance zu erklären, was dich von allen Frauen hier unterscheidet. Ich wurde von zwei Freundinnen angemeldet, aber warum muss ich mich erklären? Ich bin niemand, der auf Fuckboy steht und hier bimmelt es dann nur so davon, also erklär mir mal lieber, warum du keiner bist. Ich würde zu gern wissen, ob der Move geklappt hat. Nö. Manche Frauen fühlen sich sexuell nicht befriedigt, da komm ich ins Spiel. Bruder, ich glaube nicht. Der Arbeiter der Liebe. Wer gebuttert werden möchte, sagt einfach Bescheid. Ich trinke heute noch richtig. Pussys sind wie Dressing. Ich nehme French oder Italian. Fick auch jüdische Bitches. Bin kein Antisemi. Bitches wissen, dieser Heartbreaker fickt gut. Also her mit deiner Nummer. Alter, hat jemals dieser Spruch funktioniert? Ja, warte mal, was ist denn das? Was ist schlimmer als Blitz und Gewitter? Keine Ahnung. Andy, der geile Ficker. Okay, das verdient gleich 3 Bonks. Du solltest mir wenigstens einen Drink spendieren, bevor ich dich in die Küche sperre. Das verdient 3 Respektschellen. Ich würde gerne deine auslecken. Bitte Schleckort mitteilen. Also mein Theater ist weggeschmissen. Es schmilzt. Bruder, ich sag doch, ich glaube, ich habe gerade wirklich einen Funken Hoffnung für die Menschheit gefunden, ohne Scheiß. Okay, passt auf, sie schreibt, hast du noch nicht die Liebe deines Lebens gefunden? Und darauf antwortet er, mir ist gerade klar geworden, wie einsam und alleine ich bin durch deine Frage. Das hat mich irgendwie mitten ins Herz getroffen und ich weiß nicht so recht, wie ich darauf antworten soll. Danke für die verschenkten Chat, gönn meine Liebe eine Bombe für den Vertrauen zu gewinnen, weil alle nur auf das eine fixiert sind und keiner mehr etwas Festes sucht. Leider ist mir meine wahre und große Liebe nicht begegnet, mit der ich gemeinsame Zukunft sehe. Spaß beiseite. Was zum Fick, Alter? Oh! Wow, nach diesem Video hoffe ich, ihr habt noch genügend Gehirnzellen, um einen Kommentar zu schreiben. Und falls du das noch nicht gemacht hast, dann bitte gerne abonnieren und Glocke aktivieren. Denn 2022 wird hier auf diesem Kanal... War schon gut, Digga. Scheiße, komm. Mir zwar aufgedreht. Doch, Digga. Ab und zu geht da mal ein Video. Ich finde die Einspieler von ihm echt gut.